Was unterscheidet ein Gesetz von einer Verordnung in Deutschland? Ja, wir sind in Deutschland, wir sind im deutschen Rechtssystem. Was unterscheidet ein Gesetz von einer Verordnung? Fragezeichen. Zunächst einmal, wie es gemacht wird. Ein Gesetz wird gemacht im Parlament. Gemacht im Parlament. Und eine Verordnung wird erlassen von Verwaltungsorganen, von Behörden. So, damit sehen Sie schon, ein Gesetz zu machen und ein Gesetz zu ändern ist sehr viel langwieriger. Ja, das ist langwieriger und statischer. Und eine Verordnung zu erlassen geht schnell und eine Verordnung zu ändern geht schnell und ist flexibel. So, jetzt kommt aber das Entscheidende, nämlich die Verordnungen präzisieren die allgemeinen Vorschriften in den Gesetzen. Präzisieren. Eine Verordnung hängt also an einem Gesetz sozusagen unten dran. Ja, hier ist das Gesetz, im Gesetz stehen die Dinge relativ allgemein. Und wenn man dann genau wissen will, was sind jetzt die Fristen und wie geht man genau vor und welcher Antrag ist zu stellen, dann regelt das die Verordnung. Ja, man kann sagen, das Gesetz ist allgemein und die Verordnung ist präzise. Es ist nicht was Neues, aber es ist die Präzisierung der allgemeinen Vorschriften des Gesetzes. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.